Hey, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das Gebrabbel habt ihr in der letzten Folge schon gesehen, gehört. Also fliegen wir jetzt einfach mal durch. Hoffen wir mal. Ja, ist gut. Hoffen wir mal, dass wir es jetzt schaffen, irgendwas zu reißen. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es. Genau. Kommando. Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nicht verlieren. Verstanden, Kommando. So, wir wollten nochmal. Das ist eigentlich nichts besonders Gutes. Elektromagnetische Gegenmaßnahmen sind schön und der Kühlkörper ist schön, das war's. Alles andere ist scheiße. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. 1-2, Schiff stoppen! Wir verlieren Treibstoffzellen! Unsere Flotte braucht das Divana-Gas! Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell! Pilot 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch! Tun Sie was! Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! Weniger. Und das Ding ist immer noch hässlich. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Frith, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht. Mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbolaser. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur gesehen. So, dann schauen wir uns mal Landos Fähigkeiten an. Er hat eine Rauchgranate, einen Präzisionsschuss und was? Deaktivator. Was macht das Ding? Gegner in der Nähe anzeigt und ihre da stört. Er kann diese Deaktivator jederzeit überladen und Gegner Wirkspreis. Cool. Das ist eine Schockgranate. Tolles Teil. Schafft aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie.
Ich kenne mich auf Sallust aus. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay. Die sind ja freundlich miteinander. Still jetzt. Übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Die Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Unsere Präsenz muss unbedingt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn Sie sie erschießen wollen, bringen wir es hinter uns. Na komm schon, dreh dich um, du blöder Typ. Umdrehen. Das war nicht ganz so geplant, aber hat funktioniert. Da, ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium AT-ATs montiert. Wie, dürfen wir jetzt als Lando nochmal einen AT-AT klauen? Das wäre cool. Müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Das ist bestimmt bequem. Und los geht's. Hey, würden Sie bitte... Ihr Unkant ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr fürs Team. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay. Und wir stehen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Da. Das ist das Hauptterminal. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Und da werden wir. So ein Glück. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Das hat auch bestimmt keiner gehört, ist schon klar. Stoßdruck. Ah! Ihrer Schütze!
nicht damit gerechnet, dass ich hinter ihm stehe. Es ist nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden abschalten. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Ja, war ja klar. Da ist er! Also ich verstehe nicht, warum wir bei manchen Leuten nicht in die Ego-Perspektive schauen können. Das nervt tierisch. Verpasst den ganzen Spaß. Hier ist definitiv ein Nest. Lava-Systeme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katastrophale Überflutungen zu vermeiden. Hm. Diese Lava-Pumpen sind genau das Richtige. Bezeichnen kann, dass wir hier die ganze Zeit Thermo an sich haben. Es wird aber heiß hier. Sie fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava? Was ist mit den Waffen? Hayden will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Evakuiert werden.
Kapazität bei 0%. Nein, verdammt. Der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Ja, ich habe keine Zeit für sowas. Sollte reichen. Schwef, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Sein Ernst? Ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Das ist ein fucking Ernst. Rutsch rüber, ich werde fahren. Wird bestimmt lustig. Zuerst glauben wir an AT-AT, jetzt glauben wir an AT-ST. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Turus und ein lächerlicher Mann mit Hunger. Ich war sehr präzise, was den Sturmparat getan hat. Alten? Alten, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Los doch! Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Sind wir auch so. Ich glaube, wir sollten ein bisschen langsamer vorgehen und nicht vorpreschen. Es ist gut. Zum Shuttle. Bringen Sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Alten, es ist an der Zeit. Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Hunger. Ich war sehr präzise, was den Missionsparat getan hat. Alten! Alten, sind Sie noch da? Ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen.
kann, sind wir am Ende. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Ah, siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Dell, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dell. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Die haben so viel Humor. Das soll mein kleiner Astromech sein? Hallo, ich will eine R2-Einheit, aber sofort. Ist jetzt am nächsten, oder? Ja, der andere wäre noch näher gewesen. Nein, nein. Da, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Haijäger im Anflug. Holen wir sie uns. Zerstört. Er kommt dann wieder zurück, du willst genauso sterben. Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Inferno! AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Na, das ist ja cool. Endlich gibt's mal eine Heilung. Griff und ich holen uns nochmal Zeit. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Ich
sofort. Feindlicher schwerer Schütze! Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Wir brauchen mehr Orbitalangriffe, Inferno. Sie haben schwere Waffen. Orbitalangriff, los! Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Ziel ist markiert. Kampfläufer sind zu nah. Genau hier brauche ich den Beschuss. Oh, fantastisch. Feindliche Verstärkung trifft ein. Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Das ist ein schwerer Schütze. Orbitalbeschuss, Treffer. Mit den Zielen hapert es aber, glaube ich, noch mit dem Ding. Es funktioniert, Inferno-Truck. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Meine Menge Leben. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Vielen Dank! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Hier nach, hier nach. Wo muss ich denn hin? Irgendwo am Ende der Welt. Na toll. Dann tri, laufen. Hüpf. Das ist unsere Chance! Imperiale Verstärkung! Mach auf die Schnute, kommt raus da! Sind Sie noch da, Commander? Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Alle an Bord! Los! Nicht sie weg hier! Dürfen wir jetzt auch wieder fliegen? Danke, Commander. Jederzeit, Captain.
Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Aber niemals. Naja. Machst du einen Spaziergang? Ernsthaft, ist das diese kleine Pistole und das ist dann unser Astro? Das ist... Nein!